Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir bei Streetline, diesmal im Zenzendorf. Das ist viel größer nur als wie in Imst. Und ja, im Hintergrund, da sehen wir schon die ganzen Autos. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal durch und dann schauen wir uns so die Highlights an. So, da haben wir da einen Seat, richtig geil, auch vom Lack her. Und mit Flügeltüren, also Fire Eve, echt voll. Und es schaut mal sehr nach einem 1.9 aus. Hinten fährt Subwoofer. Der ist echt schön. Dann da haben wir einen Vierergolf. Hinten die gleichen Lampen als wie beim Grauen habe. Felgen sind okay. Motor, schätze ich mal wieder 1.9er. Der hat die böse Blickhaube und die richtige, zwar als Stoßstange und die gleiche Lippe als ich, auf dem schwarzen habe. Aber bei ihm schaut es nicht so geil aus. Gedünnte Scheiben. Ja, ist ein schöner Vierergolf. Schwarzen Scheinwerfer, finde ich geil. Natürlich bewertet man es als Vierergolffahrer immer noch ein bisschen anders als wie ja, aber der gefällt mir. Dann haben wir hier einen Audi 80 von einem Kollegen mit vorne Sportbremsen, ein KW-Fahrwerk, ja, und der ist komplett neu lackiert, hat eine komplette Neulackierung bekommen. Finde ich ziemlich geil auch. Ist ein Benziner. Ja, sehr, sehr schönes Auto. Dann haben wir da einen sehr schönen 7er Golf. Geile Felgen, gefallen mir richtig gut. Gold passt auf Blau, echt richtig, richtig geil. Und dann sieht man da mal, wie so ein ABR Kit wirklich ausschaut auf so einem Golf. Vermutlich schätze ich mal, also es ist ja ein R, deswegen ist es ein 2 Liter Vierzylinder, aber schaut geil aus, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Deswegen, also bei mir ist es so, dass ich mir so denke, neben einem 4er Golf finde ich einen 7er Golf noch eigentlich so ein, also 4er Golf und 7er Golf sind meine zwei Favorites, wenn es um Golf geht, deswegen finde ich ja den richtig cool. Ja. Dann da haben wir einen Renault, den sieht man nicht oft, sehr selten, und deswegen finde ich das absolut geil, dass sowas auch ausgestellt wird, dass man sowas mal sieht. Also ich habe den noch nie gesehen, das ist das erste Mal, dass ich so an sie, und deswegen, also finde ich echt geil, richtig schöner vom Lack und so, also richtig, richtig, richtig cool. Dann haben wir hier zwei Amis, da ich auch ein bisschen Ami-Fan bin, finde ich sie auch richtig, richtig geil und auch wieder vom Lack her richtig, richtig schön, da der Motor voll schön restauriert und lackiert und Motorraum schaut echt clean aus, und auch da ist er gut benannt, aber beim anderen muss ich einfach sagen, ist der Motorraum schöner, ist der Motor schöner restauriert und das, also gefällt mir beim anderen besser. Ja. Dann haben wir da einen alten Volvo, sieht man sehr selten. Ich habe so einen auch noch nie gesehen oder zumindest noch nie wahrgenommen. Und ist echt geil. Finde ich auch voll cool, dass sowas da ausgestellt wird. Oder dass jemand dahergefahren ist. Man kann ja anmelden, kann sich jeder. Die wissen ja gar nicht, mit was für ein Auto man kommt. Deswegen aber, ich finde es cool, dass so jemand daherfährt. Dann haben wir hier Porsche, ein Ferrari, noch ein Porsche, dahinter ist auch noch ein Porsche. Die Sache ist,
An dem Auto ist halt tuningmäßig gar nichts gemacht. Sie schauen zwar schon cool aus, aber es ist halt jetzt kein. Also es sind zwar schon Raritäten, aber tuningmäßig ist es halt, ja, ist halt ein Original Porsche oder ein Original Ferrari. Soll jetzt kein Hate sein, aber also ich finde es cool, dass sie da stehen, dass man sie anschauen kann. Aber ja. Dann haben wir da zwei sehr schöne Subarus. Schauen voll geil aus, vor allem der blaue in, mit den ganzen Rallye-Aufkleber und so. Das fällt mir richtig, richtig gut. Und ja, der VW fällt mir richtig, richtig gut. Sieht man auch eigentlich nie. Und das ist ein Passat. Sieh jetzt auch gerade erst, weil ich drum rumlaufe. Also, aber eben, also sowas ist halt wirklich etwas, was man eigentlich so gut wie gar nie sieht. Aber finde ich richtig, richtig geil. Da haben wir neben einem richtig coolen Ford-Bus, ein M3 CS. Ist auch relativ Serie, oder ist sogar Serie, keine Ahnung. Er schaut irre böse aus, aber ist halt wieder das gleiche wie beim Porsche so. Schaut cool aus, aber viel dran gemacht ist er halt nicht. Aber ich finde ihn auch cool. Aber ja, man könnte ihn halt einfach verkaufen. Das ist halt so mein Hintergedanke immer, weil ich mir so denke. Ich finde es halt immer cool, wenn halt ein Auto da steht, was man so halt nicht kann. Da haben wir einen 32, fällt mir als Vierer Golf. Ja, wie soll ich sagen, jemand der halt, also ich finde halt Vierer Golfs immer brutal, brutal geil. Deswegen finde ich den echt cool. Ich weiß nicht, ob es ein Original R32 ist, aber schaut mir eher schon danach aus. Hat der 32 Sitze, hat das R32 Lenkrad. Es ist ein Benziner, wenn man auf den Tacho schaut. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, auch von den Türverkleidungen und so, dass es ein richtiger R32 ist. Von hinten, das Heck ist auch R32. Also ich schätze, es ist ein richtiger R32. Deswegen finde ich geil. Aber man sieht auch auf den ersten Blick, was ist gemacht worden. Es ist gemacht um die Auspuffanlage, Felgen und Fahrwerk. Allerdings muss ich da auch wieder sagen, beim A32, das halt einfach das, was willst du viel mehr machen, dass es dann nicht einfach schlecht ausschaut, weil halt einfach der A32 sehr, sehr schön ist, so wie er ist. Und deswegen gefällt mir richtig, richtig gut. Feier ja voll. Ist sehr wahrscheinlich ist der neu lackiert. Deswegen, also weil es ist alles, es glänzt alles sehr schön und ja, Lack schaut ziemlich, ziemlich gut aus. Deswegen, sehr schöner A32, ist ja einer meiner Traumwagen, muss ich sagen. Vierer Golf A32. Deswegen gefällt mir richtig, richtig gut, den so zu sehen. Wenn wir dann weitergehen, da ist ein sehr schöner, ich glaube das ist ein Zweierwolf. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und dann haben wir da einen RS4. Finde ich richtig, richtig geil. Ein bisschen weiter unten haben wir einen S4 Avant gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr den gefilmt habt. Der gefällt mir noch einmal besser. Ich meine, es ist ja ein richtiger RS4, schätze ich mal. Und ja. So, und jetzt sind wir wieder beim Seat. Das haben wir alles einmal gesehen. Die Highlights habe ich nicht gezeigt. Ich muss wirklich sagen, den finde ich ziemlich, ziemlich geil. Ist, was da oben steht, mein Favorite so. Und was ich auch noch richtig, richtig geil finde, ist der 432, einfach weil es mein Traumwagen ist. Und ja,
Das war mal das, was herum so gestanden ist, was ich besonders gefunden habe. Das ist immer eine persönliche Meinung, natürlich. Aber den finde ich auch richtig, richtig, richtig geil. Und ja, da hinten unten ist von der JDM-Gruppe alles. Also da sind die ganzen japanischen Autos, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal da runter. So, und wenn wir von der Schönheit, also wirklich komplett ein größerer Lader noch einmal. So, wenn wir von da weiter runter gehen, sehen wir die anderen Autos von der JDM-Gruppe. Und da der Kollege mit der guten Honda Boso Soku und ein Jimny. Und dann haben wir da sehr schönen Integra und dann einen R34 GTSD. Ah, extrem geil. Also R34 ist ja auch ein Traumauto von mir, deswegen feiere ich den brutal. RX8. Ja, aber das ist nicht auf meiner. Da ist der Subi vom Fabi. Den kennen wir schon vor ein paar Mal. Und da sind noch ein paar Subis. Richtig geil finde ich den. Mit der Folierung. Und dann geht's weiter nach unten. Da meine Frau. Dann haben wir da die beiden R33. Das ist der GTS-D und das ist der GTA, der richtige GTA. Midnight Purple, absolut krank. Ja, da haben wir ein Silvia und da haben wir den gleichen Honda, wie der Stefan hat, nur mit einem anderen Motor. Da ist vom Stefan der Civic. Schaut einfach immer wieder geil aus mit dem neuen Motor. Auch wieder ein Honda. Das ist geil. Also, das ist der gleiche Supra wie oben in Rot schon gestanden ist. Haben wir den gleichen Motor. Nur der Lader ist minimal kleiner, aber der Motorraum ist extrem schön, extrem clean, wirklich, wirklich geil. Und dann haben wir da noch eine S14. Der Motor extrem geil bemalt, also feiere ich auch brutal. Schaut extrem schön aus. Also, ja, das war die JDM United Gruppe. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter. So, dann haben wir da ein richtiges Rennauto. Es ist einfach nur brutal. Da dann 5 Zylinder. Aber jetzt kommt wirklich eine Sache, wenn man in den Innenraum reinschaut. Also, da ist halt einfach, ja, das hinten ist übrigens der Tank. Ja, einfach nur krank. Einfach nur krank. Dann hinten, zwar aus, der Auspuff ist es, Diffuser. Das ist brutal. Der Auspuff ist da. Hinten Luft von Kühler. Das ist brutal. Dann haben wir da einen Mercedes GTR. Haben wir da einen wunderschönen Porsche GT3. Aber ist nicht der neue, aber ist umgebaut. Also, ja. Da sehen wir einen RX-7, ist echt cool. Rüber
Und da haben wir natürlich einfach total. Also es ist halt wirklich Rennauto. Mehr kann man nicht sagen. 580 PS auf 1200 Kilo. Einfach nur brutal. Aber so dann haben wir da noch einen schönen BMW. Da noch einen. Mit einem ganz kleinen Turbolader. Was ist denn das für eine Glocke? Oh, boah. Streetline Show. Ja, das ist auch ein ganz kleiner Lader, würde ich mal sagen. Ja, dann werden wir da auch die Runde. Dann gibt es noch einen ganz, ganz kleinen Bereich, den ich euch nur zeigen will. Und zwar, das ist, wenn wir da weiter nach unten gehen, sehen wir den Bereich. Am Vormittag sind sie da die ganze Zeit da gedriftet, da drüben. Das ist vorhin der eine fährt jetzt wieder aus, der gibt es immer noch. Wenn man da rüber schaut, da jetzt ist alles wieder trocken. Also jetzt gerade die Driftpause. Aber da unten stehen noch zwei richtig geile Karren, die ich richtig, richtig krank finde. Allein vom Umbau her. Und ja, das ist einmal dieser BMW. Und denken Sie, okay, relativ moderner Motor, und dann sieht man, dass es der V10 ist. Und der V10 ist ja vom Klangbild und von allem einfach brutal, und ja, also ist einfach krank. Vorne an die Reifen sieht man auch gut, wie viel Temperatur da in die reinkommt, obwohl es ein Frontkratzer ist, kein Frontkratzer ist, schätze ich mal, so ein Heckantrieb, BMW typisch. Dann haben wir da den schönen kleinen V8, klein im Vergleich zum V10 natürlich. Dann haben wir da auch noch ein richtig schönes Auto. Nur so, da ist der Auto. Spin-Turbo V8. Man sieht da die ganz kleinen Lada. Lackierung auch geil. Ja. Dann haben wir da noch einen schönen M3. Und ja, dann sind wir eigentlich einmal komplett durch. Ich bin mit meinem Golf da, allerdings haben wir ihn nicht ausgestellt, das mal einfach weil ich Zeit nicht habe und weil ich mich nicht angemeldet habe, weil einfach bis vor zwei Tagen nicht einmal fix war, ob ich es daher überhaupt schaffe. Einfach weil ich unterwegs war. Aber eben. Deswegen stehe ich mit meinem Auto das mal nicht da, aber ich bin vor Ort, genauso wie der Stefan, ist auch vor Ort. Und ja. Also jetzt das untere, wo die ganzen Teams stehen, die ganzen Gruppen, und oben stehen dann die privaten eben. Und oben wäre eigentlich meiner gestanden, wäre der Plan gewesen, aber ich habe mich nicht angemeldet. Deswegen, ja. Noch ein kurzer Funfact. Danke fürs Zuschauen. Unglaublich, aber war das Streetline-Festival also, zählt zu den größten. Ich muss sagen, es ist echt geil. Es stehen so viele coole Autos da. Und, ja. Hat mich gefreut, euch mitnehmen zu dürfen, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace! Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonnieren, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out!